Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Jawohl, in der letzten Folge haben wir ja hier aufgehört und jetzt machen wir halt hier einfach weiter. Und ich weiß gar nicht, wie viel waren es denn? Ja, so viele waren es glaube ich gar nicht, ne? Hopp. Hopp. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. La 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 la. Okay, da schauen wir mal. Ich denke mal, das kriegen wir hier ein bisschen schneller hin. Scheiße. Okay, scheiße. Das war glaube ich Zivilist oder irgendwas. Oh mein Gott. Okay, oh, wir haben den Blatt gekriegt. Naja, war doch ganz easy eigentlich, ne? Warte mal. Jo, so. Ich weiß gar nicht, ob hier noch mehr sind. Aber hier kannst du auch nur stehlen, ne? Naja, was soll's. Stehen wir halt. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne? So, ja. Ach, ich weiß nicht. Warum dieses Spiel nicht die Leistung hat. Oder die Leistung gibt für meinen Rechner. Ich sehe schon wieder, dass die FPS nicht mehr konstant bei 30 bleiben. Boah, das nervt mich so. Das könnt ihr ja nicht glauben. Aber das ist doch nicht anspruchsvoller wie in Satisfactory, oder? Jetzt mal ohne Witz. Da läuft es konstant. Ist nur. Ja, halt nur dieses hier, ne? Also nur bei Assassin sah ich diese Probleme. Nein, nicht. So, was? Hundenlager. Griechische Welt, Megarisk. Ort abgeschlossen, genau. Wenn alle Schiffe gleich aussehen, ist es schwer, seinen Anlegeplatz wiederzufinden. Gehe zur Küste im besetzten Wald von Tripodiskos und suche nach einem verteuten Schiff, das von einem Hund bewacht wird. Du findest mich an dem Ort, der mit einem X markiert ist, okay? Krass. Warte mal, da war noch irgendwas mit Stehlen. Wenn ich einmal hier bin, dann kann ich auch stehen, so. Verlorener Schlüssel, auch nicht schlecht. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen, so. Jetzt werden wir aber gleich mal eine Schnellreise machen. Und den Grund dafür erfahrt ihr gleich. Nachdem ich hier nochmal gestohlen habe, so. Nochmal klauen. So, jetzt gehen wir kurz mal auf die Map. Schnellreise ist gut, ne? Ich weiß gar nicht, doch, da kann ich gleich direkt eine Schnellreise hinmachen. Haha. Genau. So, jetzt pass mal auf, ne? Ich bin so doof. Ne? Hier steht ja, die Arzneikräuter sind im Megariss im Tal von König Lelex. Siehst du, was da ganz groß steht? Tal von König Lelex. Das heißt, ich finde alle Kräuter hier in diesem Abtei. Ne? Das ist natürlich... Hast du gut gemacht, Kollege? No, nein. Naja, was soll's. Tja, okay. Das haben wir jetzt fertig, den Ort. Mit Stehlen. Ich denke mal, das waren, glaube ich, Spartaner. Und ja. Schauen wir mal, wie sich das eigentlich jetzt verhält mit der Qualität der Videos. Also die letzten Videos, die wir hochgeladen haben, sind eigentlich super, auch super gerendert und alles. Auf dem PC sehen die glasklar scharf aus. Glasklar scharf aus. Junge, du laberst ein Blödsinn. Aber was ich sagen wollte ist, aber auf YouTube, wenn ich es mir dann, wenn wir uns dann selber nochmal angucken. Ja, das war jetzt natürlich nicht gut. Aber egal. Dann sehen die Sachen. Du bist in der Nähe deines Ziels, drücke V. Naja, moin. Und. Dann bin ich hier. Wecke weg. Ich will da nicht hin. Und ja, da sehen die irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob das einfach bei uns jetzt nur mal im Internet lag. Ja, ich habe keine Ahnung. So, siehst du? Da sind wir doch schon einmal. Einmal Kräuter. Da nochmal.
Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Und das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Genau. Sauber. So ein Blödsinn, ey, ehrlich. Persische Tiere. Neuer historischer Ort entdeckt. Okay, nice. Okay, Bestienschreck. 40, okay. Ich muss insgesamt 50 Tiere erlegen. Wo ist denn der Wolf jetzt hin? Ist der weggeschwommen? Naja, warum nicht? So, einmal die. Einmal die. Wo war der andere? Hier oben. Ah, da liegt auch noch was. Warte, das nehme ich gleich mit, sonst vergesse ich es. Ja, wir brauchen ja... Oh, Obsidianglas sogar, geil. So. Na, seht doch, haben wir das doch auch. Das, jetzt kommt's. Ich verrat's euch jetzt. Ich habe das Ganze nämlich nachgelesen. Ja, ich war so schlau und so frei. Weil ich habe gedacht, er muss jetzt hier ewig oder 3 Jahre in dieser Folge fahren. Weil ich es einfach nicht geschissen krieg. Guckst du mal da, wo du die findest. Und nachdem sie mir das gesagt haben, Megaris. Hab ich mir die gedacht, Stadt toll. Der Schweine. So, jetzt kommt aber gleich das Nächste. Weil da kommen jetzt, glaube ich, 2 so eine, ja, ne? Oh, die, ach so, die ist jetzt gar nicht mehr da. Ja, okay, hör auf. Ich hoffe nur nicht, dass man jetzt hier noch, ein Bedrängnis von Kopfgeldjägern kommt. Ach nee, jetzt müssen wir erstmal, genau, jetzt müssen wir erstmal zu jemandem hin, der... Das müsste der Händler sein, den Odessa erwähnt hat. Genau, die Mixtur. Sag es deinen Freunden, deiner Familie, die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Genau, so, ich zahle 50, gib mir oder lebt mit den Konsequenzen. Odessa sagte, sie bezahlt dich später. Das sollte man ruhig auswählen. Odessa sagte, sie bezahlt es dir später. Hör zu, ich verschenke meine Waren nicht. Musst du auch nicht. Sie sagte, sie legt noch was drauf für deine Mühen. Na gut, aber nur, weil sie es ist. Und sie soll sich beeilen. Sag ihr das, ja? Alles klar. Tschüss. Du siehst dein Geld niemals. Ja, man konnte ihn irgendwie ganz leicht vertrösten. Und das kann man ruhig auswählen. Und ich hätte es auch so oder so ausgewählt. Bei 50, Alter. Oh, hier wird es aber nicht. Ey, Ziege, kommt man. Ach, scheiße. Alter, in der Nacht sind noch übel viele Wölfe hier, oder? Alter, lass mich ja in Ruhe. Brauchst du Licht in der... Ja, mit Tee, genau. Was ist, hat der hier noch irgendwas? Ne, der hat natürlich nichts. So, jetzt pass auf. Das sind hier bestimmt 2 große Typen. Was ist denn jetzt? Ah ja. Greift er mich jetzt an? Okay, der haut schon mal ab, das ist schon mal nice. Diese Männer kamen im Auftrag des Anführers von Megaris. Wegelagerer, töte Odessa, ehe sie Megaris noch mehr Schaden zufügen kann. Das andere Fall wird uns gehören.
Krass. Okay, mal gut, dass der uns nicht angegriffen hat. Die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Du verursachst Probleme. Jemand ist hinter dir her. Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Ich passe auf dich auf. Schön, dass ich helfen konnte. Hör auf, an dich zu denken. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Zeig mal, was du damit meinst. Da bin ich mir nicht so sicher, aber vielleicht kannst du mich umstimmen. Würde ich, aber diese Neuigkeit belastet mich. Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Tja, ne? Gut, hätten wir das erledigt. Okay, die hat sogar die nächste noch. Eine schwere Zeit für die Familie. Okay, nice. Jetzt könnten wir ja quasi die nächste Quest. Und übrigens, ich habe erfahren, dass wir diese Quest hier nur machen konnten, weil wir die Nebenquest damals da gemacht hatten, wo wir so helfen mussten. Also Glück gehabt. Huch. Komm, ich will gleich weitermachen. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Immer. Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Odysseus war ein berüchtigter Liebhaber. Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein. Lass uns unsere eigene Geschichte schreiben. Wir sollten gemeinsam lesen. Vielleicht könnten wir ja... Naja. Vielleicht könnten wir... Du weißt schon, was ich gesagt habe über Odysseus als Liebhaber und so. Ha! Ich dachte, du wärst in der Hinsicht viel direkter und selbstsicherer. Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du fandest, stammt vom Anführer von Megaris. Es muss Beweise dafür geben, was er vorhat. Wenn es einen gibt, dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Ich statte dem Haus des Anführers einen Besuch ab? Nein. Ja. Ich finde einen Beweis. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Na toll. Okay. Wonach muss ich suchen? Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Was passiert, wenn ich einen Beweis finde? Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Ich finde den Beweis, wie er auch aussehen mag. Ich finde den, nicht du. Ich stolpere dich. So, neue Quest. Na, herzlichen Glückwunsch. Finde Hinweise, die eine Verbindung zwischen dem Anführer und Odessa aufzeigen. Der Anführer bewahrt die Wertsachen in seinem schwer bewachten Haus. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich muss zum Haus des Anführers und rausfinden, was ja. los ist. Ja, ja, da gehen wir jetzt gleich hin. Ja, hoffentlich komme ich gleich wieder Hilfe. War schon krass, oder? Ja, ist echt schon. Ziege, geh weg. Keine Lust jetzt auf Ziegen. Okay, ja, das war alles, was ich gelesen hatte, dass man dann noch eine Folgequest hat. Man die eigentlich später machen könnte. Das war's noch. So. Aber wie krass das war, dass der Kopfgeldjäger oder was es ist, da mitgekämpft hat, aber uns halt nicht angegriffen hat. Das ist cool. Ich glaube, die sind nicht alle so feindselig, ne? Ich denke. Weil hier ist nämlich auch einer. Moin! Okay, krass. Jetzt habe ich gedacht, der greift uns doch an. So, naja,
sind sie nur doch hier. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Sind jetzt hier mittlerweile wieder welche? Natürlich Spartiaten, ne? Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Aha. Ach, hey, Mine. Okay. Okay. Aha. Ich hab grad... Das da hinten ist doch Blödsinn. Okay, da ist auch noch einer. Schläger, T-Runde. Okay. Wo bin ich weg? Da ist auch noch ein Hund. Hund, geh weg. Ach, hau ab. Ja, was denn? Du verrätst mich doch, du Depp. Mein Gott. Mein Gott. Puh. Oh. Komm hier irgendwie vielleicht hoch. So. Okay, nice. Ja, warum nicht? Dann hau doch ab. Blödsack. Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen und dass sie es unbedingt haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise nach ihrem Treffen.
Oh, okay, nice. Der Führer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Habt ihr das auch nur das Gefühl, wenn du laut bist, dass Plan an das Anwesen des Vaters zu kommen. Oh Mann. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eins. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu? Okay, kehre zu Odessa zurück. Das war's schon. Okay, nice. Weil da könnte man ja eigentlich noch die lila Sachen wegmachen. So. Dazu müsste man jetzt gucken, wo man langkommt. So, einmal hier rein, ne? Warum? Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Ja, Mädchen, mach doch mal langsam. Du weißt doch, Loot. Gucken wir, was du hier alles looten kannst. Boah, 17 Olivenholz. Das ist natürlich nicht schlecht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich, weil... Ja, das haben ja auch schon einige geschrieben, dass man hier auch nicht einfach so durchsteigt, ne? Das ist, man weiß nicht genau, was man eigentlich machen soll. Weil wir könnten jetzt natürlich die ganzen Spartaner-Sachen auch wegmachen. Und... Dann hast du wieder Athena. Dann fängst du wieder von vorne an, machst die Athena weg. Also man muss sich wahrscheinlich für eine Seite entscheiden. Und für welche das ist, das entscheidest du selber. Ja. Los! Ach, wie krass. Okay. So, der rennt nicht schneller. Oh, toll. Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie, obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat. Ja. Es ist schwer zu sagen, ob Odessa im Unrecht ist oder nicht. Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Mann, ist das warm. Lass uns erst noch Spaß haben. Warum haben wir nicht ein bisschen Spaß, bevor es zu ernst wird? Ich danke dir für deine Hilfe, aber ich weiß nicht. Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Manchmal hat es sich so angefühlt, aber es war nicht genug. Konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche. Warum hast du andere Söldner beauftragt? Wie ist dein Verehrer umgekommen? Der Mann, den du heiraten solltest, wurde ermordet. Das waren bestimmt dieselben Leute, die auch mich töten wollen. Du hast andere Söldner angeheuert? Oh, nur für kleine Aufträge hier und da. Es gibt immer irgendetwas, wobei sie hilfreich sein können. Ja. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre? Haha, Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Okay, du bist hier das Opfer oder der Anführer hat recht? Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Da hat sie eigentlich recht, ne? Deine Reise wird bald beginnen, gib deine Träume auf, lass uns erst die Laken erkunden. Du kannst anfangen, nachdem wir unseren Spaß hatten. Deine Versuche schmeicheln mir. Oh. Sag mir, womit willst du mich diesmal in Verzückung versetzen? Aphrodites Umarmung. Ich denke nicht so weit voraus. Zieh mich aus und ich finde es heraus. Das ist wirklich etwas, das man... erlebt haben muss. Zeig es mir.
Ach, krass. Ey, das ist nicht jugendfrei, geht weg. Ja, wird's. Alter, krass. Aber da habe ich eine Errungenschaft eben gekriegt. Ich hab sie gekriegt. Du hast recht. Das zu erleben war weit besser als nur davon Toll. Zu hören. Siehst du? Toll. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Das wird die letzte Folge sein. Also oh, du könntest Teil meiner Mannschaft werden. Nice. Schade eigentlich, oder? Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön. Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Geil. Sauber, da haben wir... Wow, das kannst du eigentlich verpassen. Boah, ich hab einen steifen Hals. Odessa. Und einen komischen Juchtenbogen haben wir gekriegt. Und die ist auch noch lila. Ausdauerregeneration der Ruder, 6% durch die gesamte Mannschaft zugefügten Schaden. Okay, krass. Und was hat man hier? Schiffspanzerung. Warte mal. Was haben wir hier? 3 maximal Pfeilschaden. So, da haben wir doch hier schon mal... Schade, verbessere den Rumpf. Rumpf. Kann ich den verbessern? Natürlich nicht. Das ist eine Scheiße, aber auch du, ey. So, wir hatten noch Söldner. Cassandra, die... Achso, ne, das sind ja wir. Hier haben wir einen. Pilates, der Verrückte. Okay, der ist Stufe 13. Den hätte man ja eigentlich... Ne? Aber hier, Alter. Hipporanius, der Chlorreiche. Das ist schon krass. Alter, ja noch höher. Alter. Santos der Weber. Dann haben wir hier die Schlangenzahn. Genau. Oh, wow. Haben wir noch was Größeres oder? Nee, Rang 1. Das sollten wir irgendwann mal sein. Okay, krass, Alter. Ehrlich. So, was haben wir jetzt hier Neues gekriegt? Da geht alles runter. Oder? Hier geht's hoch, aber das ist Müll. Das kannst du gleich mal zerlegen. Den Schwachsinn hier. Alles weg. Braucht kein Mensch. So. Das kann auch gleich weg. Das. Kriegerschaden oder Attentatsschaden? Nee. Das ist jetzt... Den könnte man ja, glaube ich, verbessern. Und wenn wir den verbessert haben, dann könnte man ja... Ach, scheiß drauf. Komm. Ich bin mal so frei. So. Abenteuergürtel, Hüfte gewöhnlich. Also ich glaube, wenn ich schon lila habe, sollte ich auch lila tragen. Auch wenn das mehr Rüstung macht. Das können wir ja sowieso noch verbessern. Ja. So. Wie gesagt, auf jeden Fall alles zerschreddern. Weil wir brauchen ja die Sachen. So, was haben wir hier? Hier haben wir... Achso, Questgegenstände, Handelsgüter. Hier, 40... 2, ach du Scheiße, das ist ja alles ja Kinkerlitzchen. Das brauchst du alles nicht mal, Jung. So. Quest abgeschlossen. 18 Drachmen. Sehr schön. Gaul. Pferd, meine ich. Ich weiß jetzt nicht, was man hier mitmachen muss. Mit diesem Speicher. Ich habe da echt keine Ahnung. Weil er ist ja irgendwie lila, ne? Das heißt, man kann den kaputt machen. Irgendwie sowas. Na gut, was wollte ich denn sagen? Da müssen wir mal gucken. Na, da will ich jetzt nicht hin. War das Tab? Ja, Tab. Questen. Wolf und die Schlange, das sind die Hauptquests. Da ich gesagt, wollen wir ein bisschen warten. Ich glaube, so weiter haben wir keine Quests. Das andere sind ja Sammelquests. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Haben wir noch irgendwas zum Aufdecken? Also noch ein Fragezeichen? Weil sonst sind wir ja eigentlich hier schon so weit durch. Wir haben jetzt hier noch die Anschlagtafeln. Schiff, wo ist denn mein Schiff? Die haben mein Schiff geklaut, hier hinten. Wieso steht denn die da hinten? Ach, weil wir Schnellreise gemacht haben. Dann na, guck doch mal einer an. Das ist so Quatsch. Also, Blödsinn. Okay, ich dachte, das Schiff ist da. Na, toll. Schade, dass man in die einzelnen Städte nicht Schnellreise machen kann. Du könntest ja nur hier, ja. So, jetzt muss ich mal kurz raussuchen. Genau, okay. Stufe 10. Alypius der Wohlhabende.
Der Anführer hat sich aus der Stadt zurückgezogen. Hafen, Nysia. Das ist jetzt halt die Frage. Wie komme ich denn eigentlich mit meinem Schiff hier rüber? Gar nicht, oder? Weil hier drüben geht es ja dann ja auch noch weiter. Oh, Freunde, ich bin etwas ein bisschen verwirrt jetzt. Weil eigentlich... Unentdeckter Ort, okay. Aber den haben wir eigentlich schon. Weil hier ist doch alles schon aufgedeckt. Ah nee, anscheinend waren wir da doch noch nicht. Ich juck die Nase. Ah, ja, vergessen alle Falter. Da gehe ich ja schon mal nicht hin. Aber das ist jetzt schon wieder so... Eigentlich haben wir hier jetzt alles. Ich würde jetzt erstmal zum Schmied rennen. Dann guck mal. Was sagt eigentlich die Zeit? Ich glaube, die Zeit ist nämlich auch schon reif. Und... Ja, komm. In der Zeit, wo ich zum Schmied laufe, sagen wir es mal so, wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Also was wir als nächstes machen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall werden wir was machen. Vielleicht fahren wir ein bisschen mit den Schiffen plündern da ein bisschen, weil da kriegen wir ja doch schnell was zusammen. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie das Niederlande aufrüsten können. So. Ah, du suchst etwas. Ja, grüß dich, moin. So, Ausrüstung verbessern. Können wir das verbessern? Das können wir verbessern. Er hat ja 91 Rüstung. Das ist doch schon mal sehr nice. Die Waffe können wir auch verbessern. Alter Falter. Den Bogen könnten wir verbessern. Ach Gottchen, nee. Aber ich würde erstmal jetzt doch ein bisschen auf Rüstung gehen. Mal einfach, wir müssen's. Wir müssen auf die Rüstung gehen. So, kann ich den jetzt noch verbessern? Den Bogen. Den Bogen. Leute, den Bogen will ich verbessern. Ja. Okay, den können wir auch noch verbessern. Sehr nice. Ich muss verbessern. Ich muss es tun. Jetzt könnte man die Waffe oder auch hier das Lied. Ne, das Lied können wir schon wieder nicht, siehst du? Ah, das wäre auch noch. Da wird man über 40 Rüstung dazu kriegen. Das ist natürlich nice. Hier könnte man auch ein bisschen Rüstung, hier ein bisschen Rüstung. Und hier könnte man halt schön Schaden dazu kriegen. Ach man, weißt du. Wir werden Schaden brauchen. So, sauber. Jetzt könnte man das noch. Und das nicht mehr. Aber das hier könnten wir noch. Machen wir das noch. Was wir haben, das haben wir. Ne? Und dann sind es erstmal nur noch zwei Teile. So, was können wir hier kaufen? Natürlich nur Plunder. Der hat einen lilanen Bogen. What the fuck? Okay, ein Level brauchen wir dafür noch. Also eigentlich nur ein halbes, nicht mal ein halbes. Und dann 8 Jägerschaden, Giftschaden und Feuerschaden. Da kannst du noch was drauf gravieren und der macht eine Menge. Alter, kostet 3000 noch was. Können wir uns natürlich jetzt nicht leisten. Aber nice. Hier auch. Alter, du kriegst die Tür nicht zu, ey. Ist ja Wahnsinn. Ihr leckt mich. So, alle Handelsgüter verkaufen. Ja, gibt 62. Wahnsinn. Was hast du toll gemacht. So. Also, mit dem schönen Bild würde ich sagen, verabschiede ich mich für die Folge. Wenn es dir gefallen hat, lass eine Bewertung da und abonniere gern den Kanal. Da verpasst du auch keine Folge mehr und kostet dich auch nichts. Kannst du mal sehen. Glaubt keiner, aber es ist so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.